So Leute, wie versprochen, ein normales Booster. Amonkhet, 15 Card Booster. Also ein englisches Amonkhet. So, guck mal, was drin ist. Ich habe Amonkhet ewig nicht aufgemacht. Da gab es so Expeditions drin, das wäre natürlich jetzt richtig heiß. Naja, Cursed Minotaur, 3-Mana, 3-2 Menace, also kann nur von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Warte mal, da macht es natürlich mehr Sinn, wenn ich sie so umhalte. So, Engine Crab, 3-Mana, 1-5, macht genau gar nichts. Mighty Leap. Mighty Leap für 2-Mana kriegt eine Kreatur +2/+2 und fliegend. Doom Dissenter, 2-Mana, 1-1, wenn er stirbt, kreiert man einen 2-2 Black Zombie Token. Unwavering Initiate. 3-Mana, 3-2 Wachsamkeit mit Embalm. Man kann die Karte aus dem Friedhof exilen, bekommt eine exakte Kopie dieser Karte, nur dass es ein Zombie Human Warrior ist. Ja. Geil. Ich finde das Theme von dem Set einfach cool. Jeder weiß ja, ich bin vielleicht ein wenig affin zu ägyptischer Mythologie. Jeder, der meinen Avatar kennt, mein Intro gesehen hat, weiß das. Wir haben hier Winds of Rebuke. Für 2 Mana bringen wir nicht einen permanenten Zug auf die Hand und jeder Spieler muss die obersten 2 Karten seines Decks millen. Das ist cool. Luxar River Shrine. 3 Mana Artefakt. Für 1 Mana tappen und man legt einen Brick Counter drauf. Man kann tappen und 2 Leben bekommen, aber nur wenn 3 oder mehr Brick Counter drauf sind. Ja, Brick Counter sind halt diese Counter, die halt abbilden, wenn man das Ding dann halt praktisch baut. Nimble Blade Kinnar, 2-Mana 1-3 mit Prowse. Okay, oh hier. Na, wer erkennt's? Naja, wir haben noch einen Jackal, 2-Mana 2-2, Bitterblade Warrior. Und man, you may exert, also man kann ihn exerten. Wenn er angreift, dann kriegt er +1/+0 und Death Touch. Wenn er exerted ist, enttappt er nicht während dem nächsten Untap-Step. Dann Quarry Hauler, 4-Mana 4-3, wenn er ins Spielfeld kommt, kann man beliebig viele Marken von einem Permanenten auf ein anderes Permanentes. Kann man eine Marke wählen auf einem Permanenten und kann noch eine Marke drauflegen. Nee. Oder removen, okay. Ja, komische Karten. Six Sense. Nicht der Film, sondern die Karte 1-Mana Enchantment und immer wenn die Kreatur im Gegner Kampfschaden zufügt, dürfen wir eine Karte ziehen. Okay. Gate of the Afterlife. 3-Mana. Artefakt. Immer wenn ein Non-Token-Kreatur stirbt, kriegt man Leben. Und dann kann man eine Karte ziehen. Wenn man eine Karte zieht, wirft man eine Karte ab. Und für 2 Mana tappen kann man das opfern, um sein Deck, seine Hand, seine Bibliothek nach einer Karte namens Godfarer's Gift durchsuchen und die ins Spiel bringen. Ich weiß nicht, was Godfarer's Gift ist. Naja. Labyrinth Guardian, 2 Mana 2-3 und wenn er von Zauberfähigkeiten wird, wird er geopfert. Und unser Rare. Oh Gott. Regal Karakal. 5 Mana 3-3, andere Katzen, die du kontrollierst, kriegen +1/+1 einen Lifelink und der kommt mit 2 Katzen ins Spiel. Useless Card. Und ein Forest. Ein Avonwind Guide. Und das war's. Ja. Das ist sehr enttäuschend. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was ich je aufgemacht habe im Rare Slot auf dem Channel. Und gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blixade. Oh. Ciao, ciao.